So, blub blub, willkommen zurück, Freunde der Nacht, auf Deponia, immer noch, nach 2,5 Spielen. Rufus kommt wohl den anderen nach, schauen wir mal ein bisschen rum. Jede Menge Zeug, Fragezeichen, Fragezeichen. Und ein Toilette, oh, ich will auf jeden Fall mal die Toilette benutzen. Das ist ja ein geniales Teil. Ich habe schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. Ja, meins zurzeit. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetz mich nicht! Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, es wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Absurd wie Sau, aber ich muss mal kurz was schauen. Einstellungen. Die Musik ein bisschen runterdrehen. Weil ich das Gefühl habe, die ist doch ein bisschen extrem. So. Gehen wir durch die erste Tür. Ich gehe davon aus, dass es dafür geplant ist. YOLO! Ja. Hallo? Klingel? Hm. Ah, außenrum. Pfefferstreuer. Dr. Übel Pfeffsnack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter, Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckschaben. Her damit. Was sagt er beim Salz? Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann? Bitte? Haben wir noch irgendwas? Korkenzieher. Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen und dann... Problem gelöst. Schönes Geräusch. Danke. Nehmen wir einfach mal alles mit. Bild. Ich kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Dann häng's gerade. Oder auch nicht. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Okay. Kaffeemaschine. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz. Aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Nein. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub! Gut gemacht. Okay. Was noch? Hier nichts mehr. Gehen wir mal wieder, wieder weiter zur Rezeption. Und wir haben hier die Klingel. Okay. Benutzen wir mal die Klingel. Das Brett an der Rezeption, was das wohl ist. Upsi. Wow. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten?
Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, wir haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürften sie die Nacht überstehen. Sehr gut. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Menetekel. Ja, danke. Danke, mein Bester. Willst du andeuten, dass ihr spukt? Wie finde ich denn das Zimmer? Menetekel, seltsamer Name, seltsamer Ort für ein Hotel, kennst du Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll und tschüss. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja. Außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Menetekel. Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Punkt für ihn. Seltsamer Ort für ein Hotel, direkt unter der Organon-Kreuzer-Trasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Ja, recht hat er. Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar, im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, super. Es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Ja. Prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Ertappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo, ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Sehr schön. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das. Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, das erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Oh Mann, ich bin schon wieder aus Versehen auf den Mauszeiger gekommen. Wir schauen jetzt mal, was kann ich denn damit machen hier? Mutter. Wer braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat? Gruß an Flo. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Haben wir irgendwas Sinnvolles hier? Ja, wie wär's mit dem Korkenzieher? Warte mal kurz. Mal das hier. Was liegt sofort wieder auf der Couch, kaum dass deine Mutter zu putzen aufgehört hat? Deine Mutter. Den kenne ich gar nicht, der ist gut. Ja, komm. Das eine verursacht Husten, das andere Schnupfen. Das macht schon mal 50% der Symptome einer Schüttelpockeninfektion. Ich will gar nicht wissen, was für ein Rätsel noch kommt. Dieser Plan könnte zwar noch ein bisschen Würze vertragen, aber ich dachte da eigentlich an etwas anderes. Oregano. Gut, ich dachte jetzt eigentlich, dass man das irgendwie hier ein bisschen trocknet. Was findet man trocknet? Häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Deine Mutter. Oh Gott, wie viele... Warte mal. Bleib mal hier. Wie viele Mutterwitze hast du denn noch hier? Ach, das hatten wir schon. Salzstreuer. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Deine Mutter. Na gut, ist nicht lustig, wenn es wahr ist. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Deine Mutter. Was haben wir noch? Da hier. Was hat einen Bart und öffnet jedem die Tür? Deine Mutter. Gut, ich fand den anderen jetzt am besten. Dann gehen wir nochmal raus. Okay, hier haben wir Rezession. Dann gehen wir hier Zimmer. Vermutlich Zimmertür, Zimmertür, Zimmertür. Schrank. Benutzen wir als erstes den Schrank. Hallo, Kopfkissenbezug. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragend. So viele Kopfläuse können nicht irren.
Wie gesagt, ich entschuldige mich, wenn ich das Zeug überspringe. Okay. Zimmertür, Zimmertür. Da geht's irgendwo hin, da gehen wir mal runter. Oh Gott. Poki, was hast du dir nur gedacht? Alles klar. Mülltonne. Da was wohnt denken jemand. Die sich bloß dabei, eine Tonne für Fischabfälle direkt unterhalb der Gästezimmer aufzustellen? Hier hat es doch ein für die Müllentsorgung perfekt geeignetes Geländer. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Hi. Ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Kann man ihn ein bisschen ärgern? Mal gucken, ob es ihm zusagt, wenn ich ein bisschen nachwürze. Okay, das war wohl richtig. Hi. Keine Ursache. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Der Pelikan hat... Bin ja auch selbst... Okay, hallo Pelikan. Einige meiner hausgemachten Salzmakrelen schwimmen noch im dehnbaren Hautsack an seinem Unterschnabel. Darf ich mal kurz? Nein. Meine Frösche. Ganz schön bissig für jemanden, der keine Zähne mehr hat. Aber warte nur. Ich werde dir dein großes Maul schon stopfen. Gut, dann nehmen wir jetzt Pfeffer. Die Pelikan-Fütterungszeit ist vorbei. Als nächstes schaue ich mir die Pinguinshow im Delfinarium an. Oder? Ja, damit könnte ich ihm das Maul stopfen. Aber wie soll ich dann jemals an den Fisch rankommen? Aber... Bitte was? Ich würde doch niemals hilflosen Tieren ein Leid zufügen. Also sowas. No animals will be harmed during the production of Deponia 3. Okay. Fuck you, bitch. Do what I say. Wie wär's mit meinem Zimmerschlüssel? Ich würde ihm zu, aber wie? Okay. Geht auf jeden Fall nicht mehr. Den Rest müssen wir oben machen. Okay. Pastetenautomat. Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder fünften Pastete. Geil! Und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Okay, das funktioniert nicht, warum auch immer. Oh nein, das hebe ich mir jetzt für später auf. Ich will gar nicht wissen, was das noch ist. Zu den Zimmern. Gehen wir mal zu den Zimmern. Hallo. Zimmertür. Benutzen wir doch mal die hier. Abgeschlossen. Bozo? Keine Antwort. Aber da ist doch jemand drin. Ich höre Stimmen. Abgeschlossen. Bozo? Keine Antwort. Da, immer langsam. Ich... Hör was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe. Und er wird tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch... Und ein dumpfes Klopfen wird seine Ankunft vorausgehen. Und er wird sagen... Aua! Das gibt ein Horn. Hey, äff mich nicht nach, du. Moment mal. Ich kenn dich. Du bist... Sehr beschäftigt. Nein! Du bist das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Bin ich nicht. Oh, du lügst! Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Nicht? Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Hast du etwa vor zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Es sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich gehe auf Großfischjagd.
Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flatsitter hat Mumps. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ich hab nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte geprobt. Und der Zerstörer? Willkommen durch diese Türe? Bippo der Zerstörer, König der Komödianten, da, 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 da. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres, er macht den Elefanten. Du, 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 du. Bippo, 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 hui, herzlichen Glückwunsch, Emil, ui. Emilui? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug »Das Ende ist nah« eingenäht? Die meinen das Ende der Frühbucherperiode. Oh Mann. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Menitekel. Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart, um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Gut, die Welt wird heute nicht untergehen. Ich werde dann aber das Handwerk legen. Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Kann ich die Kutte haben? Was treibst du eigentlich? Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein, ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht? Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell? Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Okay. Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Die Vorzeichen waren eindeutig. Gestern Nacht stand der Horizont in Flammen. Du meinst doch nicht etwa mein Barbecue, oder? Dann hat es Feuer vom Himmel geregnet. Okay, ich hätte doch nicht die preisgünstigen Briketts verwenden sollen. Und Frösche. Ich habe doch gesagt, dass die noch nicht ganz durch sind. Schließlich hat sich das Wasser des Ozeans in Blut verwandelt. Ich hab's ja verstanden. Meine kleine Grillparty ist etwas außer Kontrolle geraten. Na und? Das macht mich noch lange nicht zum Reiter der Apokalypse. Doch. Ja, und dass das so auf dem Flyer stand? Mein Gott, das hatte PR-Gründe. Gehen wir mal einfach durch. Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt, es passiert morgen. Kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. Das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit. Ist ein bisschen wie bei Whispered World. Du wirst das Ende heraufbeschwören und es kann nichts dran ändern. Kann ich deine Kutte haben? Nein. Aber wenn du an unserem Ritual teilnimmst, bekommst du deine eigene. Spinnst du? Ich werde garantiert nicht an deinem gruseligen Weltuntergangsgehopse teilnehmen. Es ist ein Selbstreinigungsritual. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Was denn für Sünden? Ich bin dabei, die Welt zu retten. Genau genommen bin ich so etwas wie ein Heiliger. Und gewaschen habe ich mich diese Woche auch schon. Ich habe es anders gesehen. Ach, komm schon.
Gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da eigentlich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch noch mal die Augenbrauen zupfen. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Okay, wir gucken. Eine Kapuze und was haben wir hier? Ein Tarantelglas. Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Hey, lass Mr. Toffee in Ruhe. Okay, haben wir hier Kleber oder so? Gentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Hey, das ist dieselbe Marke, mit der ich als Kind Fiebererkrankungen vorgetäuscht habe. Hier steht's ja auch. Dentosaurus Zahnpasta ist ein Chemieabfallprodukt und nicht zur inneren Anwendung geeignet. Mögliche Nebenwirkungen: Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Dentosaurus Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Wow! Ich sollte öfter mal Gefahrenhinweise lesen. Ich habe doch tatsächlich geglaubt, Zahnpasta sei nutzlos. Das ist wie einem Kind den Lolli wegzunehmen, nur mit weniger Karies. So, kann ich jetzt in irgendeiner Form ihm das Zeug draufkleben? Solange er es nicht vermisst, ist es auch kein Diebstahl. Da müsste ich jetzt meine Freundin fragen. Schawupp. Okay, irgendwas mit der Kapuze. Ich erblicke darin eine Einladung zu einem famosen Streich. Ich lach mich jetzt schon kaputt. Wie wär's mit Pfeffer? Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Ach komm jetzt. Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Wie macht man das? Ja, schauen wir mal. Okay, dann haben wir hier und dann schauen wir die Zimmertür noch an. Hier ist niemand. Na prima, dann kann ich ja reinkommen. Was? Nein, zu spät. Hallo? Du da, unter dem Laken. Hier ist niemand unter dem Laken. Sei nicht albern. Ich sehe dich doch. Du siehst Gespenster. Kann nicht sein. Ich glaube nicht an Gespenster. Vor allem nicht an diese gruselige Sorte, die sich in dunklen Hotelzimmern rumtreibt und die auf ewig in der Zwischenwelt gefangen ist, bis ihre arme Seele endlich Erlösung gefunden hat. Ich bin kein Gespenst. Und eine Erlösung wäre es, wenn du endlich verschwinden könntest. Nicht so hurtig. Wenn du also kein Gespenst bist, was treibst du dann hier ganz alleine? Im Dunkeln, direkt neben diesem Guckloch zum Nebenzimmer. Ich bin ein Gespenst. Verzieh dich, sonst bekommst du meine übernatürlichen Gespensterkräfte zu spüren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Okay. Ich bin Hotel-Exorzist. Ich bin der Hotel-Exorzist. Bitte stellen Sie umgehend alle Spukaktivitäten ein und verlassen Sie langsam und geordnet die Sphäre der Lebenden. Also meine. Das kann ich leider nicht. Verstehe. Den Spruch habe ich schon öfter gehört. Du bist eine dieser rastlosen Seelen, die dazu verdammt sind, auf Erden zu wandeln, bis sie Erlösung finden. Sind wir das nicht alle irgendwie? Nö, ich nicht. Ich werde nämlich morgen diesen trostlosen Planeten verlassen. Glückwunsch. Warum übst du nicht schon mal mit diesem Zimmer? Du hast hier drinnen nämlich nichts verloren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Okay. Gehen wir trotzdem mal durch bis zum Zimmerservice. Ich bin nur neugierig. Ein dunkles Zimmer, ein Typ unter einem Laken, ein kleines Loch in den Nebenraum. Ich sagte doch, ich bin ein Gespenst. Darf ich dir dann wenigstens beim Spuken zugucken? Nein, verschwinde endlich. Ich möchte von niemandem gestört werden. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice.
Ich bin Rufus. Und das gibt dir die Erlaubnis, einfach so in fremde Zimmer einzudringen? Das wurde rechtlich nie geklärt. Hauptsächlich, weil das Gerichtsgebäude abgebrannt ist. Dass sich diese Jungs aber auch immer so viel Puder auf die Perücken hauen müssen. Ha? Es ist mir egal, wer du bist. Ich möchte von niemandem gestört werden. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Ich bin nicht abergläubisch. Erzähl deine Spukgeschichte jemand anderem. Liebend gern. Wenn du dann so freundlich wärst, die Tür frei zu machen. Du hast hier drinnen nämlich nichts verloren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Okay, schauen wir mal. Ich bin der Zimmerservice. Sehr gut. Dann räum bitte das Geschirr weg, das ich neben die Tür gestellt habe. Ja, aber hier liegt kein Geschirr neben der... Oh, Moment, da war doch welches. So, dann kicken wir mal. Wupp, Geschirr. Hier müssen irgendwo die Scherben rumliegen. Wenn ich meine Augen zusammenkneife, sehe ich sie sogar direkt vor. Hinter mir. Gut. Au. Scherbe. Au. Noch eine Scherbe. Und, aha, das hier ist keine Scherbe. Es ist ein Messer. Na super. Autsch. Was haben wir noch? Wir haben das Loch und das Gespenst und wir haben da draußen. Schauen wir mal das Loch an. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Was haben wir denn hier? Kann ich das Messer benutzen? Hey, Fischmesser. Wozu braucht ein Gespenst ein Fischmesser? Zum Klappern? Und ich dachte schon, es gibt nur Fisch im Jenseits. Haben wir denn hier noch Kopfkissenbezug? Er braucht keine weltlichen Besitztümer mehr. Vorausgesetzt, seine Geschichte stimmt. Korkenzieher. Er braucht keine Welt voraus. Kann ich mit ihm wenigstens das Pfeffer benutzen? Er braucht keine voraus. Okay. Hey, bleib. Ich dachte, ich soll ja. Kannst du. Na gut, dann gehen wir mal raus. Und benutzen jetzt endgültig die Tür. Passt. Da seid ihr ja. Und wow, was ist das alles für Zeug? Habt ihr das gerade aufgebaut? Nein. In diesem Hotel gehören Neurofusionskammern zum Standardzimmerinventar. Natürlich waren wir das. Ganz schön flink. Und wozu braucht man so ein Neuro-Dingens? Kann man damit verschlüsselte Sender gucken? Das auch. Hauptsächlich repariert es aber Golds Gehirnimplantat. Gehirn? Du weißt doch, die Wiederverschmelzung ihrer Charakterfacetten. Ja? Ihr gesamtes Bewusstsein war auf einer Datasette gespeichert. Richtig. Zusammen mit den Aufstiegscodes. Die ihr für den Zutritt zum Hochboot braucht. Genau. Nach diesem Eingriff ist Goal wieder ganz die Alte. Und dann kannst du auch die Dusche wieder benutzen. Dusche? Wozu? Naja, für den Aufstiegszoll. Oder dachtest du, sie lassen dich so nach Elysium? Hä? Was soll das denn nur wieder heißen? Ich meine ja nur, nach allem, was wir über diesen Cletus wissen, ist er ein extrem reinlicher Mensch. Wenn du also in seine Rolle schlüpfen willst... Lass mich mal machen. Kümmert ihr euch erstmal um Goal? Oder muss ich euch dabei auch noch helfen? Nicht nötig. Es ist fast alles bereit. Cool. Fast? Was meinst du mit fast? Oh, nichts Schlimmes. Ich muss nur noch das Dateninterface kalibrieren. Und wieder einmal muss ich die Karre in den Dreck ziehen, stimmt's? Ja. Dich doch. Kein Problem. So ein Datengedöns filetiere ich doch mit links. Man muss einfach hier drücken und... Rufus, nein! Das drosselt die Brennstäbe. Ach, die können das ab. Rufus, dieses Kalibrieren ist doch eigentlich viel zu simpel für dich. Warum kümmerst du dich nicht um die viel schwierigere Profimission? Profimission? Na klar, Doc braucht noch dieses Ding, das sich nicht in diesem Hotelzimmer befindet. Oh, genau. Dieses Plasma... Austausch... Flubbidiwupp... Mammutfell. Relais. Ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammutfell-Relais? Schwer zu beschaffen.
Für Anfänger von eurer Sorte vielleicht. Einen Profi wie mich kostet das nur einen Jiffy. Sehr gut gemacht. Wir haben hier eine Tasche. Irgendwo habe ich so eine Tasche doch schon mal gesehen. Kann ich mir deine Tasche ausleihen? Na klar, nimm sie ruhig. Immerhin hast du mir ja bislang nur meine Lebensgrundlage und mein Zuhause genommen. Warum dann nicht auch die Tasche mit meinen letzten Besitztümern? Cool, danke. Sehr aufmerksam. Igitt, ist die fleckig. Hey, das war Ironie. Hab ich mir schon gedacht. Vielleicht solltest du dich beim nächsten Mal hinsetzen, wenn du sie schon mit aufs Klo nehmen musst. Okay. Und ein Drittelschrauber. Ein Drittelschrauber? Wie praktisch. Ich ziehe Muttern eh immer nur zu einem Drittel an, weil sie irgendwann ja sowieso wieder voll allein runterfallen. Nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Ich sagte Finger weg. Ist ja schon gut. Okay. Es geht voran. Du Dog. Zum tausendsten Mal, Rufus. Du bekommst deinen Flummi erst zurück, wenn du mir verrätst, wie die Puddingreste in meinen Teilchenbeschleuniger gekommen sind. Erstens war das gar kein Pudding. Und zweitens... Na gut, nichts Sinnvolles. Je weiter du vom Zimmer entfernt... Okay. Wahre Freundschaft ist doch was Feines. Egal was passiert, man trägt sich nichts nach. Auch nicht die mangelnde Stabilität seines Kutters, die fast meinen Plan ruiniert hätte. Na, Boso, du alter... Pirat, sag es ruhig. Hä? Nee, wie kannst du denn ein Pirat sein? So ganz ohne Kutter. Du Altersflecken-Endlager, wollte ich sagen. Zieh dir mal lieber was an. Du willst doch nicht, dass Gold sofort wieder ins Koma fällt, sobald sie aufwacht, oder? War das nicht krass vorhin? Geht so. Oh je. Du bist unglücklich, nicht wahr? Unglücklich ist gar kein Ausdruck. Das wäre ich wohl auch an deiner Stelle. Immerhin hast du die ganze coole Action verschlafen. Komm schon. Nun lach doch mal wieder. Warum sollte ich? Mein Kutter ist kaputt. Ist doch kein Weltuntergang. Die Welt geht unter. Nicht vor morgen früh. Und etwas Vernünftiges zu essen gibt es hier auch nicht. Mecker, mecker, motz, motz. Du klingst schon fast wie meine Ex-Freundin. Toni. Oder mein ex-bester Freund Wenzel. Oder jeder andere, der einen größeren Zeitraum mit mir verbracht hat. Und das bringt dich nicht irgendwie zum Nachdenken? Um mich zum Nachdenken zu bringen, muss schon deutlich mehr passieren. Ja, das war auch mein Eindruck. Okay. Sagtest du eben, dass du Hunger hast? Ach, das hast du mitbekommen? Tja, das nennt man selektive Wahrnehmung. So eine Art mentale Superkraft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Spreu in die linke, Weizen in die rechte Gehirnhälfte. Ja, ich bin schon ein Früchtchen. Wenn du mir etwas zu essen besorgen willst, im Souterrain steht ein Pastetenautomat. Mal sehen. Ich muss erst noch rausfinden, inwiefern mich das weiterbringt. Was? Naja, ich bring dir was zu essen und da habe ich dann auch irgendwas von. Läuft doch immer so. Wie wäre es mit dem guten Gefühl, einem Freund einen Gefallen getan zu haben? Hä? Nein, nicht sowas. Ich meine was Nützliches. Einen Köderfisch oder so. Gott. Sorry, Rufus. Ich muss hier weg. Nimm's nicht persönlich. Es ist einfach nur dein abscheuliches Aussehen. Meine Augen sind schon ganz vereitert. Dieser Mann ist so schrecklich. Hey, eine Gegensprechanlage, die machen wir noch, über bevor ich das Video beende. Über dieses Telefon bekommt man eine Verbindung zur Rezeption und kleine Bläschen am Mundwinkel. Hallo, Rezeption? Du bist des Todes. Was bin ich? Kleiner Scherz. Hier ist natürlich die Rezeption. Immer zu Diensten. Es sei denn, Sie sind der Typ, der im Aufzug stecken geblieben ist. Aufzug? Ich habe hier noch gar keinen Aufzug gesehen. Ich auch nicht. Darum kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Gehen Sie bitte aus der Leitung. Warten Sie. Ich rufe doch aus meinem Zimmer an. Na, das ist freilich etwas anderes. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne etwas essen. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie denn schon Ihren Menüplan an der Rezeption abgeholt? Na toll. Wir bräuchten dringend frische Handtücher. Oh, dann sind Sie im falschen Hotel. So etwas hatten wir hier schon seit Jahren nicht mehr. Und was soll ich dann als Andenken mitnehmen? Wie wär's mit einer ansteckenden Infektionskrankheit? Glauben Sie mir, Sie werden sich noch jahrelang an uns erinnern. Sofern großartig. Die Welt bis dahin noch nicht untergegangen ist. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun?
Sagen Sie mal, haben Sie zufällig ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Gut möglich. Warten Sie bitte kurz, während ich im Keller nachschaue. Ich kann genau hören, wie Sie in die Muschel atmen. Tja, Sie haben mich ertappt. Ihre Rechnung für interne Telefonate müssen Sie trotzdem bezahlen. Yay. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Gegen Sie? Verwählt. Kein Problem. Das kommt häufiger vor. Wir glauben, dass es an den elektromagnetischen Strahlen des Atommüllendlagers liegt. Oder am Indianerfriedhof. Eins von beiden. Okay. Im nächsten Video schauen wir uns dann weiter hier drin um. Bis dann, Leute. Bis dann.